Leute! Hinterhalt! Und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect, wo wir eine Basis der Blue Suns stürmen, um ein Signal auszuschalten. Wir wurden entdeckt. Das schon vielen Frachtschiffen zum Verhängnis geworden ist. Alter, drei Schuss, dreimal daneben. Ich kann's nicht mehr. Schreckling! Dann macht sie fertig! Vielleicht das überlebt? Das war's für dich. Ich nehme mal die etwas weiter entfernten Ziele. Dafür haben wir schließlich unsere Widow. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Oh, da hat er aber Glück gehabt. Dass er gewusst hätte, dass ich auch nicht wieder. Obwohl er das gar nicht gewusst haben kann. So, ich habe Grunt und Said dabei heute. Weil ich mir gedacht habe, für so einen Angriff auf eine Blue Suns Basis brauchen wir ein bisschen Feuerkraft. Es gibt irgendwie fast keine Mission, wo es sinnvoll wäre, Miranda mitzunehmen. Und das stört mich überhaupt nicht. Einfach mal Ressourcen einheimsen hier. Aber die viel wichtigere Frage ist, habt ihr denn vielleicht hier irgendwie auch Munition, ne? Ihr müsst wissen, ich brauche Munition. Ohne Munition es mir geht nicht gut. Ein Shuttle ist gerade vor dem Südeingang gelandet. Geht raus und macht sie fertig. Sofort. Entschuldigung. Ich bin so rausgerutscht. So, hinein in die gute Stube. Dass diese Leute immer noch denken, sie hätten eine Chance gegen Shepard und sein Team. Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brunfeldmine bis auf Weiteres geschlossen. Ach so. Sorry. In Deckung, sofort! Jetzt habe ich's verstanden. Da sind sie. Hi. So, wie komme ich an die da unten am besten ran? Wir nehmen mal die schwere Pistole, die benutzen wir viel zu selten. So, kann man dem irgendwas reinwürgen da? Eine Blendgranate. Schön! Ich muss unbedingt die Kräfte wechseln. Mit der Pistole kann ich überhaupt nicht umgehen, das ist ja furchtbar. So, der Commander ist down. Den Kerl haben wir auch. Auf den Boden, sofort! So, zack. So muss das aussehen. Es geht doch. Wir schlagen uns eigentlich auch ziemlich gut, oder? Also, Grunt und Said waren jetzt beide nicht down und haben eigentlich auch ganz gut ausgeteilt. Haben wir ja auch schon anders erlebt, ne? Caden, ich denke da an dich. Eine Tür öffnen, die war doch eben irgendwas zum Zuhören. Hier, eine Abschlussmitteilung. Dank Philips brillanter Erweiterung der nördlichen Minentunnel ins Casino letzte Woche wird unsere kleine Anlage auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle Teams werden in Kürze zur nächstgelegenen Sternenbasis transferiert. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben zwei Wege, die wir gehen können. Es sind doch nur zwei, ne? Oder übersehe ich irgendwo noch was? Ne, es sind zwei Wege, die wir gehen können. Living Quarters und Mess Hall. Okay, ich glaube, wir starten mal mit den Living Quarters. War die richtige Entscheidung, weil das sieht nicht so aus, als ob es hier weitergeht. Hier gibt's nur ein bisschen Loot und Loot ist immer gut. Gutes Loot.
langweiliges Minigame. Ich meine, das Spiel an sich ist ja ganz nett. Von so ein paar Logikfehlern mal abgesehen, aber dieses Minigame. Hey Cousin, dieser Schwachkopf Selim hat mich gerade völlig grundlos gefeuert. Ich schwör dir, der Typ hat's auf mich abgesehen. Es heißt, die Blue Suns heuern Leute an, um auf Omega einen Irren zu erledigen, der auf Selbstjustiz macht. Ich werde ihnen zeigen, wie sowas geht. Wünscht mir Glück. Archangel. Oh, hier geht's doch weiter. Nee, hier geht's doch zum. Wenn ja wenigstens eine Tür einbauen können, ne? Oh. Bäh. Da hier ist sonst nichts. Also geht's über die Mess Hall weiter. Mess Hall ist ja die Messe, also quasi das. Der Speisesaal. Da ist wahrscheinlich die Tunnelerweiterung, in Anführungszeichen, von der wir gehört haben. Ob es hier noch irgendwo Blue Suns gibt oder ob wir die schon alle erledigt haben. Hast du nichts zu bieten? Schuss. Ich sehe gerade, wir haben gar keine Waffenmodifikation. Das müssen wir natürlich mal ändern. Läuft. So. Ja, da geht es in irgendwelche Tunnel noch, in irgendwelche Minentunnel. Und ich vermute mal, dass der Signalsender da unten ist. Und wir wissen immer noch nicht, was das für ein Artefakt ist und was für geheime Informationen wir da bergen. Was ist das denn hier? Dieses Iridium ist sehr schlau, es ist raffiniert. Eine Iridium-Mine, vermute ich mal. Das war eine gar nicht mal kleine. Da ist nochmal eine Tür. Ich sehe mich hier erstmal nochmal weiter um. Hier ist nämlich noch einiges. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. Tja, das hat man ja anscheinend auch gemacht, wenn ich mich hier so umsehe. So, hier geht's jetzt nochmal mächtig weiter. Wer immer Sie sind, Sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Du hast recht. Du weißt wirklich nicht, wer wir sind. Systeme aktiv. Oh, ich habe gerade hinter einer explodierten Kiste, ne? Danke, Grunt. Wie ist das denn jetzt passiert? Waren da noch mehr Gegner außer den beiden Max? Weil ich sagen muss, zwei Ymir ist schon nicht so ganz ohne. Scheiße, wie ist das passiert? Wer hat mich denn jetzt getötet? Der Mac war es nicht, oder? Weil von dem war ich in Deckung. Ich habe was verpasst. Das dürfen die nicht. Ich rufe die Polizei. Wir wurden entdeckt. Dann überall explodierte Kisten. Ne, zerbrechliche Kisten sind es nur. Schade. Immer Verteidigung offline. So, da haben wir den ersten doch schon geknackt. Hui. Da
bin ich eben voll auf Risiko gegangen. Aber es hat sich ausgezahlt. Ja. Na, jetzt kommen die wieder angeschaltet hier. Erkennen, Schäden! In Deckung, sofort! Euer Betäubungsschuss! Reifelschuss! Schön. Na los, zeig dich! Seid vorsichtig! So muss das aussehen, wenn man seine Fertigkeiten auch mal effektiv nutzt. Ich werfe sie um! So, gibt's noch welche? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ich glaube, das war's. Die haben wir auseinandergenommen diesmal. Wie es halt sein soll. Ist in den Kisten was drin? Nein. Lohnt also auch nicht, die kaputt zu machen. Außer, dass man halt hier an anderes Loot wieder drankommt. Was natürlich auch was für sich hat. Ich sollte nur vielleicht nicht auf die explosiven Kisten einschlagen. Das könnte ungemütlich werden. So, versteckt sich hier noch irgendwas? Weil wir müssen ja noch irgendwas erledigen, sonst würde er uns anbieten, die Mission zu beenden. Die Tür können wir umgehen, aber wir können auch hier lang. Das ist die Frage, wo müssen wir denn hin? Und was ist optional? Hier können wir auch lang. Ich gucke einfach erstmal hier außen rum. Hier könnte man einen Computer aktivieren. Was haben wir auf der anderen Seite? Ich will jetzt nicht aus Versehen die Mission beenden und wir haben hier die Räume noch nicht alle abgecheckt, wisst ihr? So, hier ist schon mal ein One-Save. Ein One-Save, genau. Mit kaum was drin. Das ist ja schon enttäuschend. Das ist ja echt schon enttäuschender Loot hier. 1875 Credits. Da hat meine Oma mehr Credits in ihrem Sofakissen versteckt. Okay, können wir irgendwie gucken, was hier drin ist? Da ist bestimmt hier zum Sender deaktivieren das Teil. Ich aktiviere einfach mal den Computer. Ich spiele jetzt Risiko. Wir haben den Kerl abgeknallt. Keine Ahnung wen. Armer Wicht. Kundenvertreter kommt. Ein Vertreter des künftigen Kunden ist heute angekommen. Er hat um Diskretion gebeten, was mich stutzig gemacht hat. Auf Commander Santiagos Vorschlag hin werde ich versuchen, den Vertreter dazu zu überreden, mir Art und Aufenthaltsort der Fracht mitzuteilen. Proteaner-Artefakt bestätigt. Na, das ging ja schnell. Der Vertreter des Kunden hat mir alles gesagt, ohne dass ich großen Druck ausüben musste. Commander Santiagos Vermutung war richtig. Der Kunde will uns dafür anheuern, ein proteanisches Artefakt von der Ausgrabungsstätte abzutransportieren. Noch etwas mehr Druck und er wird uns bestimmt auch die Position der Ausgrabungsstätte verraten. Position der Ausgrabungsstätte bestätigt. Diesmal musste ich etwas intensiver nachbohren, aber letztlich hat der Vertreter doch die Position der Ausgrabungsstätte preisgegeben. Ich schicke jetzt Schiffe und Männer dorthin. Santiago wird zufrieden sein. Das proteanische Artefakt ist viel mehr wert, als wir für seinen Transport bekommen würden. Tja, was lehrt uns das? Traue keinem Piraten. Außer sein Name ist Guybrush Threepwood. So, jetzt machen wir mal die Tür auf hier. Das sind ja sogar nur... Das ist mir gerade erst aufgefallen. Das sind ja sogar nur drei Dinger gewesen. Was da passiert? Noch irgendwas? Nein, ist nichts weiter drin. Also, Notsignal überlasten. Beenden wir diese Farce, Commander. Das dürfte es gewesen sein.
Hat Said noch versucht zu sagen, ist aber mit einem Satz abgeschnitten worden. So, wir haben 125 Erfahrungspunkte erhalten. Feine Sache, das. Bisschen Ressourcen. Wir müssen auch mal wieder zur Forschungsstation gucken, also zu unserem Forschungsterminal. Wir haben ja auf die Mission doch jetzt so das ein oder andere Upgrade eingesammelt. Ich habe noch gar nicht geguckt, dass wir die auch mal tatsächlich einsetzen. Vielleicht ist ja jetzt bald der Punkt gekommen, wo ich tatsächlich mal wieder Ressourcen sammeln gehen muss. Auch wenn ich da nicht so wirklich Lust drauf habe, aber ich will ja auch alle Upgrades freischalten oder zumindest alle, die wir im Laufe dieses Playthroughs finden und erwerben können. Ich denke, ich werde auch, bevor wir auf die Abschlussmission gehen, die diversen Geschäfte nochmal abklappern und mit den Credits gucken, was wir da alles kaufen können. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ist ja gut. Start einer Rakete vom Typ Javelin 2 geortet, von ED. Ursprungsplanet Franklin, Skepsis-System Sigurds Wiege. Notsignal empfangen, Nachricht folgt. Die Allianzkolonie auf dem Planeten Franklin wird von radikalen Batarianern angegriffen. Die Terroristen haben eine Javelin-Raketenbasis in der Nähe übernommen und zwei Raketen in Richtung der Menschenkolonie abgefeuert. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Die Notfallschalter für die Raketen befinden sich im Inneren der Basis und werden von den batarianischen Kämpfern schwer bewacht. Die Allianz-Streitkräfte sind hoffnungslos unterlegen. Der Verlust der Kolonie, die erste dieser Größe, wäre ein vernichtender Rückschlag für die Expansion der Allianz in den Terminus-System. Erbitten sofortige Unterstützung. Tja, ich schätze, wir fliegen doch nicht nach Tuchanka. Wir haben da gerade eine dringende Aufgabe reingekriegt. Nur vorher kurz in die Forschung gucken. Und in der nächsten Folge müssen wir die Javelin-Raketen abfangen. Ist gar nichts, wunderbar. So, ein Schadensschutz. Dieses umfassende System-Upgrade bietet verbesserten Schutz für alle Gruppenmitglieder. Zack. Gehärtete Schilde. Shepard-Schilder erleiden 20% weniger Schaden. Für 25.000 Palladium auf jeden Fall, gib her. Ich weiß zwar nicht, wieso nicht alle die gehärteten Schilde benutzen können, aber was soll's. Gruppenbonus. Plus 40% Tech-Schaden. Für 1500 Element Zero. Auch das können wir uns ohne weiteres leisten. Ja, dass wir hier diese ganzen Waffen-Upgrades nicht machen können, das finde ich ein bisschen schade. Haben wir noch einen Prototypen? Ja. Schweres Hautgewebe. Kybernetik-Upgrade. Shepard erhält 20% Gesundheit. In die Haut werden starke synthetische Stoffe eingewoben, die den erlittenen Schaden durch die meisten Angriffe dramatisch reduzieren. Sie dienen außerdem als Leitungen für Medigel und verbessern somit die Heilung. Für 5000 kann man da nicht sonderlich viel falsch machen, würde ich sagen. Schweres Knochengewebe. Shepard erleidet durch Nahkampfangriffe 50% weniger Schaden. Das auf jeden Fall sehr hilfreich im Kampf gegen Husks. Also her damit. Haben wir noch einen? Was braucht man hierfür? Ein Hautgewebe-Upgrade. Jo, also so ein paar Upgrades haben wir schon. War jetzt nichts wirklich Weltbewegendes dabei. Ein bisschen mehr Gesundheit etc. pp. Aber auch Kleinvieh macht ja bekanntlich Mist. Ja, möchte Sie sehen, Commander. Das glaube ich gerne. Aber ich werde jetzt diese Folge beenden, auch wenn wir eigentlich noch 2-3 Minuten hätten. Damit wir dann in der nächsten Folge direkt mit der Mission einsteigen können, die Javelin-Raketen abzufangen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Das war Mass Effect für heute. Das nächste Mal gibt's Folge 150. Bis dann. Wollen wir erstmal nach den Primäreinträgen gucken. Das Abkommen von Ferrixen hatten wir, glaube ich, schon, ne? Was ist denn neu hier? Zack, zack, zack. Die Schlacht um die Citadel. Im Jahr 2183 griff ein abtrünniger Spectre namens Saren Artarius
die Citadel über ein aktives Massenportal an, das im Inneren einer Statue im Präsidium verborgen war. Saren brachte vereinte Streitkräfte von Kroganern und Geth von Ilos mit und plante den Angriff so, dass er sich in der Steuerzentrale der Citadel aufhalten würde, wenn die Geth-Flotte und sein Flaggschiff Sovereign ankamen. Im Verlauf der folgenden Schlacht evakuierte das Schlachtschiff Destiny Ascension den Citadel-Rat, befahl aber die Abriegelung der Bezirksarme, wodurch sie selbst zusammen mit den Geth eingeschlossen wurde, ohne Hoffnung auf Verstärkung und ohne Möglichkeit zur Flucht. Diese Taktik hätte zur Vernichtung der gesamten Ratsflotte geführt, wenn Commander Shepard nicht Saren durch das Portal von Ilos gefolgt wäre. Angeführt von Shepards Schiff Normandy sammelte sich die 5. Flotte der Allianz unter dem Kommando von Admiral Hackett und wartete direkt vor den abgeriegelten Armen der Citadel. In der Zwischenzeit bekämpfte Shepard Sarens Truppen im Inneren der Citadel und konnte schließlich veranlassen, die Bezirksarme wieder zu öffnen. Die Normandy verteidigte die Destiny Ascension bei ihrer Flucht und rettete dadurch dem Citadel-Rat das Leben. Auf Befehl der Normandy unterstützte die 5. Flotte den Rückzug und musste wegen der überlegenen Feuerkraft der Sovereign schwere Verluste hinnehmen. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Shepard Saren tötete, brach die bisher unüberwindbare kinetische Barriere aufgrund von Überlastung zusammen und die 5. Flotte konzentrierte ihre gesamte Feuerkraft auf die Zerstörung des Flaggschiffs. Ohne Führung konnte auch die Geth-Flotte kurz darauf vernichtet werden. In Anerkennung der vielen Menschenleben, die seine Rettung gefordert hatte, entschloss sich der Rat zu einem bisher nie dagewesenen Schritt. Er bot den Menschen einen Sitz im Rat an. Botschafter Donald Udina und Captain David Anderson nahmen diese Ehre im Namen ihrer Spezies an. Oh, schön. Bis zum nächsten Mal.